Hallo zusammen, ich habe hier zwei Sorten Solarzellen. Es gibt noch andere Sortenzellen. Angefangen hat es eigentlich mit den polykristallinen Zellen. Das war vor 30, 40 Jahren. Da war ich schon dabei. Der Vorteil ist, die polykristalline Zelle, die hat bei Vollsonne eine volle Leistung. Aber bei uns in den Breitengraden kann man bald schnell die monokristallinen Zellen. Diese haben bei ein bisschen bedeckteren Wetter den besseren Wirkungsgrad, aber bei Vollsonne sind sie dann nicht so gut. Dann gibt es die Dünnschicht, die werden meistens auf flexiblen Panel aufgedampft, also nicht aus dem Stein geschnitten. Und dann gibt es hier die Schindeltechnik. Die Schindeltechnik sind überlappende, wie Schindeln, Zellen. Der Vorteil ist, es sind viel mehr Zellen und auf Teilabschattung reagieren diese Zellen nicht so extrem wie diese Zellen. Aber bei diesen Zellen hier brauche ich, weil wir auf 20 Volt laufen bei dem Panel, einen MPPT-Regler, der das optimal aus der Zelle rausholt. Hier kann ich auch mit einem günstigen, viel günstigen PWM-Regler arbeiten. Wenn ich hier mit dem MPPT-Regler arbeite, habe ich etwa 12 bis 15% weniger Leistung aus diesem Panel. Aber ich kann dann auch sagen, statt einem 100 Watt Panel, was jetzt das hier ist, kann ich natürlich vielleicht ein 80 Watt Panel einsetzen, was günstiger ist und dafür ein MPPT-Regler, der wesentlich teurer ist, und dann komme ich aufs gleiche Ergebnis. Mittlerweile gibt es auch noch Panel Backpower, das heißt diese Streifen, die wir hier sehen auf diesem Panel, die auch immer dünner werden, die sind da im Hintergrund verlegt und die sind komplett schwarz. Durch das kann ich mehr Oberfläche rausholen aus der gleichen Zelle und da bringe ich auf die gleiche Leistung noch mehr auf die gleiche Fläche mehr Leistung raus. Aber auch da ist zu empfehlen ein MPPT-Regler. Solche Standardzellen, wie sie preisgünstig und so weiter da sind, die haben wir bei uns am Lagershop. Da schauen wir kurz. Das ist die Treppe in oberen Stock zu unserem Lagershop. Und wir sehen hier sind die Panels aufgehängt, die wir Standard am Lager haben. Auch flexible Panels. Hier ist ein 80 Watt flexibles Panel. Da kann ich aufkleben. Hier ist dann das Solarzubehör, hier sind Kabel, die müssen noch beschriftet werden, Lampen, Kleber zum Montieren, Splitter, Batteriepolklemmen, Durchgänge hier. Hier sind auch Befestigungsteile. Dann habe ich hier Regler, Fokusregler, unten Sonnenwehrregler, das sind noch alte, da gibt es ein Schnäppchen zu holen. Oder ganz einfache Regler. Weiter habe ich hier oben Solarregler, das ist Neuware, die haben wir so am Lager. Hier stehen auch weitere Solarmodule am Lager. Könnt ihr also vorbeikommen und die Panels mitnehmen. Warum macht einer, der Kühlschränke macht, Solarpanels? Wir sind nicht bekannt, dass wir Solarzellen haben. Das kommt jetzt mit dem Lagershop, weil wir haben Solarzellen am Lager, wir haben Regler am Lager und wir machen eigentlich keine Solaranlagen. Trotzdem haben wir immer wieder mit Solaranlagen zu tun. Wir machen seit den 80er Jahren, machen wir Solarkühlschränke. Also Alphütten, Schrebergärten mit Solarkühlschränken, solarbetriebenen Kühlschränken und
Wir haben dann auch mit den Problemen zu tun, wenn zum Beispiel so eine Solaranlage nicht geht. Die meisten Leute merken nicht, dass die Solaranlage nicht geht und nicht richtig funktioniert, sondern das Bier ist warm. Und das ist was Hässliches, was es gibt. Nur warmes Bier ist, kann man nicht trinken. Aber wenn die Solaranlage die Leistung nicht bringt, dann kann auch der Kühlschrank nicht funktionieren. Oder wenn die Solaranlage nicht auf den Kühlschrank ausgelegt ist. Und wir wissen, in der Alphütte oder im Wohnmobil oder Boot, der Kühlschrank ist nicht der größte Verbraucher, aber der heftigste. Ein Wechselrichter zum Kaffee rauslassen, der läuft ein paar Minuten. Der Kühlschrank läuft 24 Stunden durch. Und durch das ist der Kühlschrank einer der heftigsten Verbraucher in so kleinen Solarsystemen. Und so haben wir jetzt neu im Lagershop diese Produkte auch ausgestellt. Ihr könnt vorbeikommen, ihr kriegt eigentlich bei uns von der Batterie über den Kühlschrank, Wechselrichter, eine komplette Solaranlage. Ich bringe euch hier einen Beschrieb über ein Gartenhäuschen und hier einen Beschrieb über Solar auf Booten und ich wünsche euch einen schönen Tag.